Fast 3,5 Millionen Iren sind aufgerufen, in einem historischen Referendum über eine Abtreibungsliberalisierung in dem katholisch geprägten Land abzustimmen. Geschätzte 5000 Irinnen verlassen jährlich das Land, um einen Schwangerschaftsabbruch im Ausland vornehmen zu lassen. Die Wahllokale sind bis zum späten Abend geöffnet, mit einem Kampagnenverbot in der Nähe. Abzeichen und T-Shirts aber werden toleriert. Das Ja zur Abschaffung des Abtreibungsverbotes scheint vorne zu liegen, trotz einer schwer einzuschätzenden Wahlbeteiligung und vielen Unentschlossenen. Die Gegner setzen auf das ländliche Irland, die Befürworter versuchen, die Jungen zu mobilisieren. Über 100.000 Neuwähler haben sich registriert. Das wird als Zeichen für das hohe Interesse an der Abstimmung gewertet. Die Umfragen zeigen, dass es am späten Abend ein knappes Ergebnis mit der Möglichkeit einer Nachzählung geben könnte. Das Thema hat Irlands Wähler wirklich gespalten, mit einer leidenschaftlich geführten Debatte auf beiden Seiten. Vincent McAvinney, Euronews, Dublin.